Hallo und willkommen zurück zu Digimon Story Cyber Sleuths. Dann wollen wir ihm doch mal erzählen, wer er wirklich ist. Bitte, wer bin ich? Du bist Petey. Petey? Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. What? Greifst du uns jetzt an? Ich hab doch nur eine der Antworten benutzt. Ich will ihn nicht hauen. Ich will ihm nicht wehtun. Das ist gemein. Hätte ich einfach die richtige Antwort nehmen sollen? Oder wäre das gleiche passiert? Doch nicht, dass er sich schlecht fühlt. Wieso pendelt eigentlich mein Mikrofon nur so wenig aus, wenn ich rede? Ist doch alles richtig eingestellt. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ja, das stimmt. Mein Name ist Miko. Yoshito ist mein Freund. Petey ist dein Freund. Yoshito ruft nach mir. Er hat mich die ganze Zeit über gesucht. Er hat mich gefunden. Yoshito. Puh, das Rütteln hat wohl aufgehört. Gerade rechtzeitig. So ist mein Hilfsdetektiv eben. Gute Arbeit. Jetzt brauche ich mir wegen kaputter Kaffeetassen keine Sorgen mehr machen. Miko. Miko. Miko, du bist es wirklich. Yoshito. Es tut mir so leid. Du hast so lange auf mich gewartet. Ich sollte mich entschuldigen. Miko, ich habe dich so lange allein gelassen. Es tut mir so leid, mein Lieber. Nein, ist schon gut. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich weiß, du hast auf mich gewartet seit dem Tag, an dem du gehen musstest. Ach, Miko. Danke. Ohne dich hätte ich Miko nie wieder mit eigenen Augen gesehen. Das sollte ich vielleicht erklären. Als es den Raum mit dem Röhrencomputer noch gab, wohnte ich in diesem Gebäude. Nicht bei meiner Familie. In dem Computerraum habe ich gearbeitet. Miko war die ganze Zeit über die einzige Familie, die ich hatte. Ich redete mit Miko über alles. Meine Erinnerungen an meine Familie, Fuyumi Yuki, alles, um dort nicht so einsam zu sein. Er kam zu mir in den Computerraum und wir haben dort über die vielen Jahre viele Stunden zusammen verbracht. Schließlich wurde der Raum geschlossen und hinter einer dicken Wand versteckt. Es war fast, als ob es ihn nie gegeben hätte. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch Miko verloren. Egal, wo ich suchte, er war nicht zu finden. Ich hatte so ein ungutes Gefühl, was mit ihm geschehen war, weshalb ich immer wieder herkam, um ihn zu retten. Doch letztendlich konnte ich nichts für ihn tun. Ich gab auf und ja, ich vergaß ihn mit der Zeit fast. Bevor ich mich versah, waren Jahrzehnte vergangen, seit wir uns zuletzt gesehen hatten. Ich kann dir nicht genug danken. Ohne dich hätte es kein Wiedergesehen gegeben, Jungchen. Danke. Vielen, vielen Dank. Jetzt können wir wieder zusammenleben. Danke. Diesen Tag werde ich nie im Leben vergessen. Ich verstehe. Gute Arbeit. Ich kann mir nur ausmalen, wie schwer es war. Aber das hast du wirklich gut gemacht. Unser Petey war also ein US-Kater namens Miko. Nein, war er nicht. Unser Petey war also ein Kater namens Miko, der seit der US-Besatzung in einer Wand mit dem alten Röhrencomputer eingeschlossen war.
und irgendwie mit Hilfe des Intranets des Gebäudes oder dank der Kraft der Leylinie ist er mit dem Computer verschmolzen und ein Digimon geworden. Der alte Kater hat ganz schön was erlebt, meinst du nicht, Ranger? Wir wissen nicht mit Sicherheit, wie die Verschmelzung passiert ist, aber es gibt keine Zweifel, dass sie stattgefunden hat. Es ist erstaunlich, wie sehr und wie wenig die digitale Welt und die echte Welt sich überschneiden. Ich glaube, dass Petey aufgrund der abnormen digitalen Wellen nach all den Jahren wieder erschienen ist. Aber weißt du was? Ein Aspekt an der ganzen Geschichte stört mich immer noch etwas. Du hast erwähnt, dass der alte Mizushima am Ende sagte, jetzt können wir wieder zusammen leben, richtig? Was hat er damit wohl gemeint? Nicht nur das, auch bei dem Fall, den ihr gelöst habt, steckte er hinter den Legenden. Wie gelangte er immer wieder in das Gebäude? Sagen wir mal, dass er irgendwie Zugang zu einem Eingang hatte, mit dessen Hilfe er zu gewissen Zeiten kommen und gehen konnte. Wenn er so oft ein- und ausging, dass es anderen aufgefallen wäre, dann wäre die Geschichte vielleicht anders verlaufen. Hast du andere Theorien? Yoshito Mizushima. Wenn wir uns seine Vorgeschichte ansehen, finden wir vielleicht schnell unsere Antworten. Was meinst du? Sollten wir noch etwas nachforschen? Bitte, lasst uns in Ruhe. Sucht nicht nach uns. Das ist verständlich. Dann ist es wohl am besten, schlafende Hunde nicht zu wecken. Oder wir könnten den Kids vom Okkultismus-Club Bescheid sagen. Das wäre ein gefundenes Fressen für sie. Ich meine, sie haben persönlich einen echten... Ach, weißt du was? Behalten wir es für uns. Nicht alle Rätsel in dieser Welt müssen gelöst werden. Nakano Broadway verbindet viele Dinge. Die Geisterwelt und die Welt der Lebenden, das Normale und das Surreale. Und nun das Physische und das Digitale. In diesem verrückten Loch in der Wand, das unser Zuhause ist, ist wirklich nichts unmöglich. Ja. Geister. Jetzt sind wir hier wohl wieder zu zweit. Die Sofas wirken ohne Petey so leer. Wir brauchen mehr Klienten, um sie warm zu halten. Ja, das ist bestimmt was fehlt. Ich muss mal fragen, was jetzt als nächstes zu tun ist. Examon ist für den Moment sicher. Geh und erledige was Produktives. Nimm ein paar Fälle an. Wir müssen wieder irgendwen finden, mit dem wir reden können, richtig? Hey. Entschuldige, aber ich hab's eilig. Ich habe eine Nachricht für dich. Komm nach Odaiba. Suedo meinte, dass das geschwächte Examon dorthin zurückkehren wird. Das ist deine Chance, Examon zu besiegen. Hilf Suedo. Aber hör mal. Komm bitte allein. Sag Kyoko und den anderen nichts. Bis dann. Okay. Auf drei, Leute. Eins, zwei. It's a trap. Danke. Komm allein, erzähl es niemandem. Na klar. Na klar, erzähl ich es niemandem. Warum sollte ich auch? Haben wir jetzt genug Speicher? Nein, haben wir nicht. Nicht für beide. Wie sieht es denn bei uns digitationstechnisch aus? Das sind schon alle ziemlich mega unterwegs, ne? Na, dann bleibt das erstmal so. Wir machen mal eine ganz kleine Unterbrechung. Ich muss nämlich mal für kleine Let's Player. Und dann geht's gleich an dieser Stelle weiter. Sekunde, für euch geht's schneller als für mich. So, da bin ich wieder. Wir haben gespeichert. Wir haben eine E-Mail. Wir gehen nach Odaiba.
Das ist bestimmt eine gute Idee. Kann ich einkaufen? Ich habe ja ein bisschen Geld verdient beim Cup, der uns so viel gekostet hat. Da haben wir noch genug von. Die Hand steckt noch mitten im Bonbonglas. Ganz ehrlich. Wir brauchen das Geld für nichts anderes hier. Wir kaufen uns Full Revives. Das ist ein Luxus, den gönne ich mir jetzt. Und dann speichere ich auch direkt nochmal. Einfach nur, dass man dem Gegner den Mittelfinger zeigen kann und sagen kann, okay, ich brauche nicht einen Zug zum Heilen und einen, also einen zum Wiederbeleben, einen zum Heilen, sondern man kann direkt durchstarten. Ach ja, schöne Gegend. Hier habe ich übrigens auch ein bisschen trainiert, als ich alleine gespielt habe. Mit den Farmmonstern. Also unser Team dann währenddessen in der Bank geparkt, dass sie keine Erfahrung bekommen. Und deswegen habe ich die hier jetzt alle schon voll. Hoffe, das geht für euch in Ordnung. Schneesturm. Yeah. Dann mal durch. So, aber nochmal schnell heilen hier an der Station. Ist vielleicht nicht verkehrt, ne? Vor so einem großen Kampf. Ja, komm. Machen wir nochmal eben. Das kostet ja nur 600. Hier haben wir mit einem Kampf wieder drin. Quasi. 400 sogar noch. Einer hat ein Level Up. Back to Sirenen. Ab auf das Gebäudedach. Oh, er ist tatsächlich hier. Wer hätte das gedacht? Aber so ist Arata. Kannst du mal aufhören, die Dinger zu essen? Oh, Kitaka. Mattetase. Ah, da bist du ja. Ich habe auf dich gewartet. Ich kümmere mich erst um das Riesending da. Es wäre unschön, wenn... Ich habe zu schnell gedrückt. Ah, so ja, Suedo から聞いてるぜ. Ja, Suedo hat mir alles erzählt. Otaku の Examon を弱らせ. Ihr habt Examon den Saft abgedreht, ja? Ja, るじゃねえか、電脳探偵. Hm? Tolle Sache, Cyberdetektiv. Ist doch so. Oh, Koizka? Koizka kini naru no ka? Na, verstehe. Das hier? Das macht dir Sorgen? Kekko benri nan da ze, koiz. Nan da tte kueru shi sa. Alles einfach auffressen zu können, ist ziemlich praktisch. Ita da tte. Digimon da tte. Hyotto shitara. Ningen da tte. Verschlinger, Digimon. Auch Menschen. Ore sa. Tonikaku. Ich will fressen und fressen und fressen und kann nicht aufhören. Ich kann nichts dagegen tun. Ich bin ständig am Verhungern. Je mehr ich fresse, desto mächtiger werde ich. Und gleichzeitig spüre ich aber auch immer weniger. Seltsamerweise ist es aber gar nicht so schlimm, wie ich erwartet hätte. Was auch immer mir das bringt. Findest du das widerwärtig? Das musst du wohl zwangsläufig.
Wie? Was ich mit der ganzen Macht vorhabe? Ich habe ganz bestimmt nichts Schlimmes vor. Es gibt etwas, was ich so lange vergessen habe. Endlich erinnere ich mich wieder. Also werde ich es zu Ende bringen. Und dafür brauche ich Macht. Mehr und mehr. Weil ich mich wieder erinnere. Ich kann mich nicht einfach verstecken. Es gibt keine drinnen. Es muss also vorwärts gehen. Was auch passiert. Ich werde nicht mehr weglaufen oder mich verstecken. Aber wen interessiert das schon? Du hast recht. Vergessen wir das vorerst. Wichtig ist jetzt dieses Riesendings. Und Examon steht daneben. Ach, seid ihr fertig? Ja, können wir anfangen? Also, ich fange an. Dann schauen wir mal, ob wir stark genug sind. Wir haben den falschen Typus. Earl und Jerry und Buddy, wollt ihr das machen? Besser. Buddy war unser Starter, erinnert ihr euch noch? Das kleine Häschentier? Terriamon? Ist ganz schön groß geworden. Wir haben ihn ja ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Vielleicht müssen wir das mal wieder ändern. Mach Sturm. Kombo. Und der schwarze Tornado hinterher. Diesmal ist Examon irgendwie einfacher. Kaletzelkrwut. Was? Nektar des Untergangs. Waffensuppe nenne ich es auch gerne. Oh, mit Arata zusammen. Nicht mehr genug. Schade. Dann dunkle Planetenkraft. Pendragons Ruf. Und Drachen-Einschlag. Boah, er hat uns ausgetauscht. Die Sau. Mengenrabatt. Zeig mal, was du kannst. Oi, hanarete ro yo. Atmet schwer. Oh, die Kinder heutzutage. Oh Gott, oh Gott. Ich
hätte aber gerne hier meine Leute wieder. Dann schmeißen wir mal eine Runde Spray. Er atmet immer noch schwer. Ich glaube, der steht nicht mehr auf. Aber was passiert, wenn Arata ihn auffrisst? Ist das gut, wenn wir das unterstützen? Oh, Buddy. Du darfst es beenden. Nice. Speichert DX. Oh, endlich kommen wir in interessante Gebiete. Was die Speicherkapazität angeht. Oh, ist nicht eingeschlafen. Der ist wirklich mal zu groß für mich. Das werde ich nie alles aufessen können. Was ist? Hast du was zu sagen? Ich weiß sowieso, was du sagen willst. Die Idee ist mir auch schon gekommen, dass Suedo mich nur ausnutzt. Aber ich habe keine Lust mehr, über sowas nachzudenken. Sollen sich die schlauen Leute darüber den Kopf zerbrechen? Ich bin immer noch nur ein Junge. Ich bin seit 8 Jahren nicht gewachsen oder habe mich verändert. Ich bin immer noch ein kleiner Junge. Also sollte ich mich auch so verhalten, oder? Machen, was die schlauen Erwachsenen sagen. Brav sein. So bekomme ich die Macht, die ich will. Es ist ein ganz einfacher Tausch. Genau das meine ich. Ich hab dich enttäuscht, nicht wahr? Bis jetzt haben wir uns so gut verstanden. Aber schau. Ich verändere mich. Halt! Ausrufezeichen. Ich bin nicht mehr der gleiche Mensch wie früher. Du bist gerade von einem Hochhaus gesprungen. Du bist gar kein Mensch mehr. Du bist jetzt entweder was anderes oder Matsch. Wollt's nur sagen. Toller Cyberdetektiv sind wir schon. Gute Arbeit. Aber dass du es mit einem wütenden Drachen aufnehmen konntest, selbst wenn er geschwächt war, das Ganze verlief exakt, wie ich erwartet habe. Ich bin ein helles Köpfchen. Examon ist nicht mehr aktiv, aber Magnamon und die anderen behalten ihn weiter im Auge. Es sollte keinen Grund zur Beunruhigung geben, aber nur zur Sicherheit eben. Damit ist dein Bund mit den Digimon perfekt. Royal Knights の戦闘能力は愚か。信念や猛獣をもしのぎ。Nicht nur hast du die Royal Knights auf unsere Seite geholt, sondern du hast ihr Misstrauen und ihre Vorurteile überwunden. Du kannst stolz auf dich sein. Hm? Ja, was gibt es? Hm. Sanada Arata ga kininaru ka. Naruhodo.
君ならば喚起されて叱るべき心理作用だ。Du machst dir Sorgen um Arata Sanada? Ja, aus deiner Perspektive ist deine Verwandlung wohl eher spannend. 彼もまたロイヤルナイツに被験するほどの戦闘能力を得た。Noch ist er ではありえないほど急速に。Noch ist er nicht auf dem Niveau der Royal Knights, aber er nähert sich ihm beängstigend schnell an. その力はいずれ、いや、すでに我々の新たな脅威と言えるかもしれない。Eines Tages wird er durch diese Macht. Nein, womöglich ist er bereits eine Bedrohung. 彼のことは君に一任する。Aber ich überlasse ihn dir. 君らしく、半身の体当たりで解決したまえ。きっとそれが最善の道に違いないからな。Verpass ihm eins mit deinem berühmten Sprungangriff. Das ist doch die beste Strategie. Welcher berühmte Sprungangriff? Was? Hab ich geschlafen, Welt? Entschuldigung. Konnichiwa. Hallo, Ninja. Sono, jitsuwa, Rie-san no... Ie, Lord Knightmon no ibasho ga wakarimashita. Ich weiß, wo Fräulein Rie... Nein, ich meine, wo Crusadermon ist.神城のエンジニアたちに協力してもらって東京全域のデジタルウェーブ状態を解析した結果 Ich habe mir Hilfe bei den Ingenieuren von Kamishiro geholt und alle digitalen Wellen in Tokio analysiert. 秋葉原で起きているデジタルシフト現象にデジタルウェーブを操作した痕跡が検知されました。 In der digitalen Verschiebung von Akihabara haben wir Anzeichen für die Manipulation der digitalen Wellen gefunden. その痕跡をたどった先にロードナイトモンを示す反応があったんです。Als wir sie verfolgt haben, sind wir auf ein Signal gestoßen, das mit dem von Crusadermon identisch ist. だからその秋葉原に来てください。お願いします。待ってますから。Kommt also bitte nach Akihabara. Bitte, bitte. Ich warte dort. 事件もいよいよ佳境に入ったか。Dieser Fall neigt sich wohl seinem Höhepunkt zu. 敵対するロイヤルナイツはルフトモンおよびロードナイトモンを残すのみ。Die einzigen Royal Knights, die noch unsere Gegner sind, sind Duftmon und Crusadermon. Dass wir einen von ihnen gefunden haben, bringt uns einen großen Schritt weiter. Geh schnell nach Akihabara. Yes. Kapitel 17. Rückbesinnung. Ein neues Kapitel. Ihr wisst, was das heißt. Ich muss mal meine E-Mails abrufen. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Halt, da war noch was. Heute läuft es einfach nicht. An solchen Tagen fehlt mir jede Motivation. Und in einem Monat kann ich etwas Urlaub nehmen. Ich komme wieder nach Japan. Das ging schneller als gedacht. So, was ich eigentlich machen wollte. Ich habe doch schon meinen FAQ dauerhaft offen. Und ich weiß, wo wir hin müssen. Das hätte ich nicht mal nachgucken müssen. Okay. Wie sieht's kräftetechnisch aus. Wir sollten vielleicht mal heilen gehen und gucken, ob wir mit dem neuen Speicher was Vernünftiges anstellen können. So hat er aufgestellt. So, ab zum Digilab. Heilen bitte. Bitte. Speicher. Ab. DX. So, Freunde. Belebu. Ab ins Team. Holly. Ab ins Team. Wir haben noch keinen Speicher mehr frei. Aber noch einen Platz, ne? Ja. Einen Freund müssen wir uns dann später noch trainieren. Wir haben auf der Farm schon ein paar Kandidaten. Wir müssen mal schauen. Also der hier wäre sogar schon auf 200 und 100%. Wir müssten nur gucken, was wir aus ihm machen wollen. Wir haben aber auch hier noch ein fertig trainiertes Agumon quasi. Ein Agumon Schwarz, ein Palmon, ein Wemon, ein Hawkmon, ein Wormon. Die sind alle schon Fähigkeit 200, Tsunomon, Kameradschaft 100%. Dorumon. Also hier sind quasi fast alle soweit durch. Da haben wir die freie Auswahl. Bei denen hier ist Nightmon schon fertig. Rosemon noch nicht. Die trainiert noch. Die trainiere ich alle noch hoch.
Aber da haben wir eben auch einiges noch an Auswahl bereitstehen, die wir mitnehmen können. Der hier ist auch einfach Naturgewalt. Grauen Ramon. Ja, also da werden wir auf jeden Fall noch einen Partner finden, denke ich, den wir dann mitnehmen können. So, wir haben jetzt keinen Platz mehr, um die beiden zu digitieren. Das ärgert mich ein bisschen. Ich bin schon überlegen. Buddy wird ja nicht Rust Tyrannomon bleiben sollen. Da bin ich mir fast sicher. Ich glaube, ich werde Buddy einmal zu Wargromon machen. Und dann zu was anderem. Wenn er wieder Level hat. Ich glaube nämlich, Buddy hätte ich lieber als... Also, Rust Tyrannomon war er jetzt. Ich könnte mir ihn als Megidramon vorstellen. Megidramon ist ziemlich cool. Ist aber auch wieder Virustyp. Wir wollten ja ein bisschen Abwechslung kriegen. Galantmon ist Virustyp. Wäre aber einer der Royal Knights. Darkdramon ist ganz cool, ist aber auch Virus. Und das oben haben wir noch nicht entdeckt, ist aber auch Virus. Können wir dich zu irgendwas anderem machen? Zu Datei? Ich brauche noch ein paar Dateimonster. Belebu könnte. Ne, Belebu wird Metallgaroromon, der wird ja Datei. Und Holly wird Wargreymon. Das kann auch schon werden. Das übersteigt beides aber unsere Kapazität. Das ist schlecht. Mengenrabatt. Mengenrabatt, Mengenrabatt. Wen könnten wir denn noch umgestalten? Sonny ist schon. Jerry und Earl bleiben. Wobei. Nein, die sind noch nicht so weit. Das dauert noch eine Weile. Da können wir uns auch später noch Gedanken machen, wen wir wie umbauen. Wir gehen erstmal ein paar Schritte nach Akihabara. Dass wir zumindest noch ein kleines bisschen Progress schaffen heute. Außerdem muss ich noch den Teaser einlösen, was ich gerade nachgeguckt habe und gar nicht hätte nachgucken müssen. Weil es sowieso auf dem Weg liegt. Na, wo ist er? Wir suchen Senior. Wolltest du etwa, dass ich länger bleibe? Nun Witz, bis bald. Ja, natürlich wollte ich das nicht. So, wen wir suchen, das ist... Ich bin's, Victor Uchida. Danke, dass du mich gefunden hast. Schau nach dem V. Und hier ist dein Preis dafür. Boostbanane, Belfemon-Medaille, Belfemon-Medaille. Ja, bei den ganzen Cosplayern in Akihabara falle ich gar nicht auf. Gewusst wie? That is true. Actually. Konnichiwa. Hallo Ranger. Endlich ist es soweit. Ich möchte meinen Vater rächen. Ich will das mit Crusadermon zu Ende bringen. Ranger, stehst du mir bitte bei? Danke. Matayoshi arbeitet ständig in der Stadt. Ich mache mir wirklich Sorgen. Du in Ordnung. Da kommen wir nicht durch. Da auch nicht. Wir werden gelenkt. Das ist ja nett. Wir dürfen nirgendwo durch.
Sind hier noch dieselben Demon wie früher? Möglich ist die Antwort. Jetzt muss ich mal gucken, vielleicht mache ich Buddy doch zu was ganz anderem. Vielleicht kann ich ihn doch irgendwie zur Datei machen. Muss mir mal die Digitationsverläufe in dem Digidex angucken. Vielleicht gibt es dann wirklich. Unhöflich, warum lenkt er mich nicht gleich dahin, wo ich hin soll? Schädelbruch. Wer wollte deinen Schädel brechen, Sera? Tritt ihm mal auf seinen. Danke. Diesmal kann ich das einsammeln, was ich bei der Künstlerin damals nicht einsammeln konnte. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Ikimasu. Das ist aber gar nicht Crusader Mon. Quatsch, nicht Crusader Mon. Wie heißt die nochmal? Nicht Lord und Nightmon. Fräulein Rie, ihr wisst, wen ich meine. Dadurch jetzt ein neuer Weg aufgetan oder was? Ach, jetzt ist nicht mehr alles versperrt, was versperrt war. Hier aber schon. Hier auch weiterhin. Wo möchtest du, dass ich hingehe? Was du wolle von mir. Danke für die Vorwarnung, Spiel, dass du mich direkt einlaufen lässt. Okay, das sollte aber jetzt auch nicht viel anders sein als eben der Kampf. Ja, dafür sind wir zu level, das ist kein Problem.
Ups. Alles klar. Öffnet sich wieder ein anderer Weg. Der Bus verschwindet. Wer schreibt? Danke für deine Sorge, aber mir geht's gut. Also zurück an die Arbeit. Okay. Hier oben geht's weiter. So. Das würde ich aber sagen. Heben wir uns fürs nächste Mal auf. Dann haben wir wieder einen guten Einstieg. Wissen, was zu tun ist. Den Kampf hier nehme ich nicht mehr mit. Danke, Leute, fürs Zusehen. Na doch, den nehme ich noch mit. Komm. Wegen der 200%. Aber trotzdem sage ich schon mal danke fürs Zusehen, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Macht's gut und ciao.